Kollegin Katrin Vogler. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vor jetzt beinahe genau 20 Jahren, am 21. April 1993, befahl der damalige Verteidigungsminister Rühe von der CDU den Bundeswehreinsatz im Rahmen der Mission UNOSOM II. Ich erinnere mich noch, dass ich damals bei einer Protestaktion vor dem Kanzleramt in Bonn eine Salami zerschnippelt habe. Damit wollte ich darauf hinweisen, dass dies Bestandteil einer Salamitaktik ist, um die deutsche Öffentlichkeit daran zu gewöhnen, dass deutsche Soldaten wieder in Kriege ziehen. Diese damalige Salamitaktik ist leider aufgegangen, und auch Sie, Herr Minister, praktizieren Sie weiter, denn durch die schrittweise Ausweitung wollen Sie sozusagen immer weitere Kreise ziehen für diese Militäreinsätze. Heute wird die Bundeswehr in aller Welt eingesetzt, als ob das selbstverständlich wäre. Und die Kollegin Evers-Meyer macht vorsichtige Anfragen an ein ganz konkretes Mandat und wird hier von der geballten Macht der Ministerreden abgestraft. Das kann doch wohl so nicht sein. Wenn wir heute wieder über die Verlängerung des Atalanta-Militäreinsatzes sprechen müssen, dann auch deshalb, weil die Bundesregierung seit 1990 immer wieder auf militärische Lösungen für die Probleme dieser Welt gesetzt haben. Aber wir müssen uns fragen, welches dieser Probleme 20 Jahre später, welches dieser Probleme ist wirklich gelöst worden? Also ich habe, bevor ich hier in den Bundestag gewählt wurde, als Geschäftsführerin einer Friedensorganisation gearbeitet, und da habe ich gelernt, wenn ich staatliche Mittel haben möchte für Friedensprojekte, dann muss ich also sehr überzeugende Anträge stellen, und da muss ich vor allem begründen, dass sie innovativ sind und dass sie nachhaltig sind. Das Ganze muss man evaluieren, um die Wirksamkeit zu belegen. Sonst gibt es kein Geld. Großzügig, meine Damen und Herren, großzügig sind Sie immer nur da, wo es um Militäreinsätze geht. Mehr als 100 Millionen Euro lässt sich die Bundesregierung jedes Jahr diesen Einsatz von 340 Soldaten kosten. Und das ist mehr als dreimal so viel, wie sie für alle 300 Fachkräfte des zivilen Friedensdienstes insgesamt, die in 40 Ländern der Welt für Frieden und Versöhnung arbeiten, ausgeben. Und ihre militärfixierte Politik, die verschleudert ja nicht nur Geld. Das Schlimme ist ja, sie kostet auch Menschenleben. Und das ist wirklich ein Skandal. Innovation und Nachhaltigkeit, wo sind die in diesem Konzept? Sie greifen immer wieder zum gleichen untauglichen Mittel, und wenn dieses Mittel keinen Erfolg bringt, dann erhöhen Sie einfach die Dosis oder Sie definieren die Ziele so um, dass es nach Erfolg aussieht. Ich habe im Antrag der Bundesregierung einen ganz richtigen Satz gelesen. Der heißt, die nachhaltige Lösung des Piraterieproblems liegt in der nur langfristig zu erreichenden Stabilisierung der Verhältnisse an Land. Aber ich muss Sie wirklich fragen, wie nachhaltig ist das, was wir hier tun? Wie nachhaltig ist es, wenn Sie diesen Einsatz mal um mal verlängern? Denn wir wissen alle, es müsste eigentlich eine politische Lösung geben, die nicht nur auf eine Bürgerkriegspartei setzt, sondern die alle Konfliktparteien, die lokalen Autoritäten und die Zivilgesellschaft auch in politische Prozesse einbindet. So. Tun Sie doch ein einziges Mal das, was Sie von jeder kleinen Entwicklungsorganisation verlangen. Evaluieren Sie einen Einsatz. Ich habe hier nur Dinge gehört, das ist alles erfolgreich, und natürlich ist die Zahl der Piratenangriffe zurückgegangen. Aber was die konkreten Ursachen dafür sind, da haben ja selbst die Minister zugegeben, dass sie da nicht sicher sind, woher das kommt. Ist es wirklich eine Folge von Atalanta, oder hat es vielleicht zu tun mit der veränderten Situation an Land oder mit dem veränderten Umgang der Reedereien mit den Risiken? Und das müsste man noch mal ordentlich evaluieren durch unabhängige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, bevor man hier diesen Antrag wieder verlängert. So. Liebe Kolleginnen von der SPD und von den Grünen, Sie haben sich letztes Jahr gegen die Ausweitung des Mandates auf dem Festland gewandt, mit teilweise guten Argumenten. Ich hoffe, das haben Sie noch nicht vergessen. Die Linke jedenfalls war von Anfang an gegen diesen Militäreinsatz. Und so wird das auch bleiben. Das Wort hat der Kollege Dr. Fritjof Schmidt von Bündnis